Hey, ich bin der Markus und heute zeige ich euch, wie ihr eure Shimano Holotech 2 Kurbel ein- und ausbauen könnt. Und wenn sie dann schon mal ausgebaut ist, werde ich euch auch gleich zeigen, wie ihr an eurer Shimano Kurbel die Kettenblätter wechseln könnt. Bevor ich aber die Kurbel demontiere, entferne ich erstmal die Kette von der Kurbel. Da schalte ich auf klein klein und kann jetzt ganz easy die Kette hier vom Kettenblatt nehmen. Und die Kette liegt dann hier auf meinem Tretlagergehäuse auf. Dabei ein bisschen darauf achten, dass ihr das Tretlagergehäuse jetzt nicht verkratzt. Und wenn euch die Gefahr zu hoch ist, dass da hier ein paar Kratzer dran kommt, dann könnt ihr die Kette natürlich auch entfernen mit einem ganz normalen Kettennieter, so wie wir es halt hier auch schon auf dem Channel gezeigt haben. Aber jetzt mache ich direkt weiter mit der Demontage der Kurbel. Um die Kurbel demontieren zu können, brauchen wir natürlich ein bisschen was an Werkzeug. Zum einen brauchen wir einen Hammer, am besten einen, wo ihr hier Gummi habt, sodass ihr eure Kurbel nicht beschädigt. Außerdem brauchen wir ein Kurbelkappenwerkzeug. Das ist dieses kleine Teil hier, speziell für Shimano Holotech Kurbeln gibt es das, Holotech 2 Kurbeln. Außerdem brauchen wir einen Schlitzschraubenzieher und einen 5er Inbus. Jetzt, wo wir wissen, welches Werkzeug gebraucht wird, kann ich euch auch direkt zeigen, wie wir die Kurbel demontieren. Als erstes müssen wir die Inbusschrauben an der Kurbel lösen. Das machen wir mit dem 5er Inbus. Ihr könnt die Schrauben auch noch drinnen lassen. Wichtig ist aber, dass die Schrauben wirklich lose sind und die Kurbel nicht mehr klemmt. Als nächstes kommt das Kurbelkappenwerkzeug zum Einsatz. Damit können wir die Kurbelkappe entfernen. Und diese Kurbelkappe, die müssen wir auch komplett entnehmen. Jetzt kommt der Schlitzschraubenzieher. Und zwar können wir mit dem hier diese Sicherungsplatte, die wir haben, nach oben schieben. Und jetzt lässt sich der Kurbelarm entnehmen. Den lege ich beiseite. Und dann nehmen wir uns den Hammer zur Hand und können die Kurbel demontieren. Nun entferne ich die Kettenblätter. Dafür brauchen wir einen 30er Torx-Schlüssel. Ich gehe hierbei über Kreuz vor, so dass sich die Spannung gleichmäßig verteilen kann. Sind alle Schrauben ab, können wir das kleine Kettenblatt entfernen. Und das gleiche wiederholen wir jetzt auch bei dem großen Kettenblatt. Jetzt, wo beide Kettenblätter entfernt sind, empfiehlt es sich, kurz mal die Kurbel auch ein wenig zu reinigen. Da nehme ich hier, wie schon so oft, ein bisschen Küchenpapier zur Hand. Ihr könnt dazu aber auch ein altes T-Shirt, eine alte Socke oder so nehmen und reinige die Kurbel hier etwas, damit hier kein Dreck mehr ist. Jetzt ist die Kurbel auch schon sauber, aber wenn ihr die Kurbel wirklich viel gefahren seid, kann das auch einen Ticken länger manchmal dauern, weil man hier zum Beispiel ein paar Sandkörner oder so oft hat, die da ein bisschen hartnäckiger dran hängen. Da nehmt euch ruhig mal Zeit, um das richtig schön zu säubern. Bei der Montage der neuen Kettenblätter gibt es ein paar Dinge zu beachten. Und zwar haben wir beim großen Kettenblatt hier eine Art Nase und diese Nase, die muss zum Kurbelarm zeigen. So ist das Kettenblatt dann in der richtigen Position. Die Kettenblattschrauben, die montiert ihr bei einem Drehmoment von 10 bis 12 Newtonmetern. Bei dem kleinen Kettenblatt haben wir auch eine Art Nase, die sieht so aus. Auch diese Nase muss so positioniert sein, dass sie überhalb des
des Kurbelarms montiert ist. Außerdem ist das Kettenblatt nur auf einer Seite bedruckt. Hier kann man ist zum Beispiel ein Shimano-Aufdruck. Ihr müsst das Kettenblatt so montieren, dass der Aufdruck zu euch zeigt. Also quasi zum Fahrrad hin bzw. vom großen Kettenblatt weg muss der Aufdruck zeigen. So habt ihr das kleine Kettenblatt in der richtigen Position und das Drehmoment liegt bei 16 bis 17 Newtonmeter beim kleinen Kettenblatt. Bevor wir die Kurbel wieder montieren, können wir hier das Tretlager noch mal ein bisschen reinigen und von Schmutz entfernen. Das machen wir natürlich auch auf beiden Seiten. Jetzt können wir das Tretlager noch auf die Funktionalität untersuchen und ich merke, das Lager läuft eigentlich noch perfekt, läuft nicht rau, fühlt sich wirklich super smooth an. Also kann ich das Lager drinnen lassen. Aber kleiner Tipp, im nächsten Video werde ich euch zeigen, wie man so ein Holotec 2 Tretlager auch wechseln kann. Ihr solltet natürlich auf beiden Seiten die Lager überprüfen, weil manchmal ist nur eine Seite defekt oder beschädigt. Und wenn eine Seite nicht mehr gescheit läuft, müsst ihr natürlich beide Seiten wechseln und das Tretlager halt wechseln. Wie gesagt, dazu drehe ich auch noch ein Video. Jetzt können wir die Kurbel wieder montieren. Bevor wir aber die Kurbel montieren, gebe ich noch etwas Fett hier auf die Kurbelachse drauf, damit das Ganze schön geschmeidig bleibt. Und jetzt können wir die Kurbel ganz einfach hier durchschieben. Dabei ruhig auch mal ein bisschen klopfen, falls das nicht allzu sauber funktioniert. Und dann habt ihr die Kurbel hier wieder drin. Und jetzt gehen wir mit der Montage umgekehrt vor, wie bei der Demontage. Also wir geben erstmal wieder den linken Kurbelarm drauf. Den reinige ich hier auch nochmal schnell. Wir haben hier übrigens ein Profil und der Kurbelarm lässt sich nur in einer bestimmten Position aufbringen. Was natürlich auch praktisch ist, dass die Verzahnung dieses Profil aufweist. Und so sitzt die Kurbel dann auch perfekt. Dann können wir als nächstes hier die Sicherungsplatte wieder reinschieben. Dann kommt die Kurbelendkappe. Die dreht man übrigens bei einem Drehmoment von circa einem Newtonmeter fest. Also wirklich nicht fest. Und jetzt können wir mit dem 5er Inbus bei einem Drehmoment von 12 Newtonmetern hier die Klemmschrauben festschrauben. Nicht mit Torx, sondern dem 5er Inbus. Und schon haben wir die Kurbel wieder montiert. Ich hoffe, ihr konntet eure Kurbel nun auch problemlos demontieren, wieder montieren und falls ihr die Kettenblätter gewechselt habt, dass auch das bestens funktioniert hat. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, warum hat er denn mir jetzt nicht erzählt, wann ich die Kettenblätter wechseln soll, das lag einfach daran, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt, je nachdem vor allen Dingen, was ihr fahrt. Es gibt viele Leute, die wollen ihr Material möglichst langlebig fahren, da bietet es sich zum Beispiel an, die Kette regelmäßig zu wechseln, das vermindert den Verschleiß der Kettenblätter und da könnt ihr einfach mal ein bisschen recherchieren und für euch eure Faustformel da auch rausbekommen. Dann gibt es Leute, die fahren das Kettenblatt wirklich bis zum letzten Ende, das heißt die Zähne sind extrem stumpf und irgendwann fängt es auch an, dass euch die Kette durchrutscht. Spätestens da müsst ihr dann die Kettenblätter wechseln, aber in der Regel auch natürlich die Kette
und die Kassette. Und ich persönlich, meine Philosophie und meine Herangehensweise ist, ich fahre Enduro, ich fahre eine Einfachkurbel. Und für mich ist es einfach wichtig, dass das Kettenblatt die Kette in der Position hält. Und das Ganze funktioniert über ein Narrow-Wide-Profil. Das heißt, wir haben eine gewisse Verzahnung, die die Kette so ein bisschen verkantet und dadurch kann die Kette nicht mehr vom Kettenblatt fahren. In dem Moment, wo die Kette verschlissen ist, kann das Ganze nicht mehr so gut funktionieren. Dann wird die Kette gewechselt, aber es war zum Beispiel letztens der Fall, da hatte ich mein Kettenblatt 2000 Kilometer gefahren und dann hat auch eine neue Kette nichts mehr gebracht, weil diese Narrow-Wide-Profil-Verzahnung eben nicht mehr richtig greifen konnte. Da war schon zu viel Material runtergefahren und dann habe ich mein Kettenblatt getauscht. Also wie ihr seht, es gibt verschiedenste Herangehensweisen. Recherchiert mal ein bisschen und findet für euch am besten die passende Meinung dazu. Wenn ihr aber wollt, dass ich dazu auch nochmal wirklich genauer eingehe, lasst es mich in der Kommentarfunktion wissen. Dann drehe ich euch natürlich auch dazu noch ein Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst uns auf jeden Fall einen Daumen da. Kommentare sind auch immer gern gesehen und Videoanregungen. Und abonniert uns. Von daher würde ich sagen, bis bald. Und noch ein kleiner Hinweis. Holotec 2 Tretlager wechseln. Dazu drehe ich natürlich auch bald noch ein Video. Und von daher, bis bald. Euer Markus von Kawa für Fahrrad XXL.